Einen ganz herzlichen guten Morgen aus Accra, Ghana, liebe Kollegen und liebe Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Burkhard Hellemann und ich bin der Leiter der Delegation der deutschen Wirtschaft hier in Ghana. Ich lebe hier seit über 6 Jahren mit meiner Familie, meinen 4 Kindern und meiner Frau und uns geht es hier wirklich sehr, sehr gut. Hier stehen wir gerade auf dem Independence Square, dem Unabhängigkeitsplatz, auf dem der Präsident Nana Akufo-Addo vor gut 5 Jahren seine Rede zu Ghana Beyond Aid gehalten hat. Ghana jenseits von Entwicklungshilfe. Das ist ein gutes Motto, denken wir als Delegation der deutschen Wirtschaft. Denn es geht um die Förderung der Wirtschaft, um die Förderung von Unternehmen, lokalen als auch internationalen, hier in Ghana zu investieren. Ghana wird gerne auch als Afrika für Anfänger bezeichnet, weil viele Dinge hier sehr einfach sind. Wir blicken auf eine stabile, über 30 Jahre alte Demokratie zurück und ich glaube, hier kann man tatsächlich als Unternehmen einen ersten Anfang in Westafrika wagen. Es gibt aber, das möchte ich nicht verschweigen, auch Schwierigkeiten. Das fängt an mit hohen Stromkosten, manchmal Stromausfällen, auch wenn die in den letzten Jahren wesentlich besser geworden sind. Schwierigkeiten mit den Behörden hier vor Ort, wobei wir da auch gerne mithelfen, um Korruptionsmöglichkeiten auszuweichen und mit langem Atem die Prozesse für Unternehmer hier zu erleichtern. Man kann noch einige andere Beispiele aufführen, aber letzten Endes, glaube ich, ist es doch wichtig, ganz besonders in den Austausch mit den freundlichen Ghanaern zu treten, um das eigene Unternehmen voranzutreiben. Dafür sind wir als Delegation der deutschen Wirtschaft da und möchten Ihnen unsere Unterstützung anbieten. Welche Unterstützungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen als Unternehmen an? Lassen Sie mich zuerst auf unsere 4 Kompetenzzentren hinweisen. Das Kompetenzzentrum Erneuerbare Energie, Wasser- und Kreislaufwirtschaft, das für Bergbau, ein weiteres für berufliche Bildung und schließlich eines für Lebensmittelverarbeitung. Aber wir sind auch dabei, unsere Kompetenzen verstärkt zu vertiefen in Bereichen Bausektor, Automobilindustrie, Gesundheit und Logistik. Wie geht das? Bei grundsätzlichen Beratungen, auch in den Bereichen, in denen Sie vielleicht tätig sind und wir keine speziellen Kompetenzen aufgebaut haben, durch erste grundsätzliche Beratungen über den Markt in Ghana insgesamt, weiterhin dann durch möglicherweise Markteintrittsstudien, weitere Analysen, die Sie brauchen, um Ihr Unternehmen aufzubauen und natürlich ganz wichtig die Kontaktvermittlung hier zu lokalen Partnern, zu Ministerien und den Behörden. Lassen Sie mich erwähnen, auch für das westafrikanische frankophone Afrika sind wir zuständig und bieten unsere Servicedienstleistung ab. Herzlich willkommen also hier nach Ghana zu uns, zur Delegation der deutschen Wirtschaft. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald.